Kascha. Wir sind knapp bei 20 rum. Ich habe den Verdacht, die Tür soll man nicht öffnen können. Vielleicht ist die erst ganz am Ende wichtig. Man muss ganz zurücklaufen, um dann irgendwas hier rauszuholen. Was sagt uns Maze? Immer noch Warn? Ha, vielleicht sind die Abstände später höher. Also nach ein, zwei Treffern ist eine Sache jetzt aber nicht mehr wirklich gut, sondern noch normal. Dann braucht es exponentiell mehr Treffer, um es auf die nächst schlechtere Stufe runterzuprügeln. Und wenn das Ding ja eh fast Schrott ist, dauert es Ewigkeiten, bis sie vollkommen zerstört wird. Aber dafür macht sie halt weniger Schaden im Nahkampf oder dergleichen. Oh nö, die Tür hier ist anscheinend bombensicher. Ah, ein Versuch war's wert. Okay, es springt. Nein! Zurück ins zischende Wasser. Hier war irgendwo ein Hochgang, genau da. So. Du gehst auf, okay. Das heißt, das machen wir jetzt. Jetzt sollten wir zu den grauen Goblins. Also hier wieder rüber, da hoch, da zu den grauen Goblins und uns da umgucken. Oder da könnten wir, glaube ich, auch rein. So, hier müssen wir jetzt ein W... Was kommt davon, wenn man zwischendurch andere Spiele spielt? Man gewöhnt sich dran, dass es rückwärts laufen ist. So. Richtig hinstellen, richtig orientieren, W drücken zum Schnelllaufen und springen. Tonk. Vielleicht soll ich doch mal eine Stufe auf Springen versetzen. So, richtig orientieren, X zum Rückwärtslaufen, so. Ja, sehr schön. So, jetzt S zum Vorwärtslaufen. Kleines bisschen zurück. S zum Vorwärtslaufen. Sehr gut. Jetzt müssten wir hier irgendwo bei diesem langen Korridor Richtung Norden rauskommen. Wenn wir dem hier folgen. Dann kommen wir über zwei Brücken rüber. Genau, eins. Zwei. Und dann müsste auf der rechten Seite Goblin-Bereich sein. Jo, sehr schön. Klopfen wir mal an. Oder gehen einfach rein. Oh, du machst die Tür auf. Hallo, App. Kannst du bitte das Tor öffnen? Jo. So, jetzt brauchen wir das Gefängnis hier drin. Weil da müsste der Stock liegen. Fische, überall Goblins. Tauscht einer von euch? Ich bin ein Freund von allen Goblins. Ha, hoffentlich nicht von den Grünen. Komm schon, das ist nur Smalltalk. Ich würde gerne mit dir handeln. Ja, der will aber wohl nur reden und nicht handeln. Okay, was mit dir? Goblin. Hallo Goblin, ich würde gerne mit dir tauschen. Essen, Helm, Schild. Nö. Bye bye, bye bye. So, das war schon mal ein Griff ins Klo. Hier könnte was sein, aber da dürfen wir bestimmt nicht rein. Aber hier war irgendwo ein Gefängnis, das weiß ich noch.
glaube, hier war der König drin. Mit seiner Frau davor, mit der wir sprechen mussten, mit ihm zu reden. Und hier ist eine Zelle. Genau, hier ist der Knopf. Und hier drin war er gefangen. Zink. Da ist der Stock. Was stand hier drauf? Ja. Die doofen Goblins haben mir das Werkzeug gegeben, um hier rauszukommen. Stock. So. Jetzt müssen wir nur noch runter in Ebene 3 war das, glaube ich. Und da mit dem Stock versuchen, die Tür zu öffnen. Nee, es war gar nicht 3, es war 2. Aber trotzdem ist das ein wenig weit entfernt. Vor allem, wenn man sich in einem Goblin-Haus verläuft. So. Bist du der Haupteingang? Ja, bist du. So. Jetzt sind wir im Hauptkorridor mit den ganzen Brücken. Wir wollen runter, also über eine Brücke rüber, dann nach Westen, dann nach Süden und zwischendurch zweimal auf die Karte gucken. Süden, Brücke rüber, oh, Fledermaus. Eine fliehende Fledermaus. Na gut. Die Keule müssen wir unbedingt loswerden. Die wird sowas von keinen Schaden mehr machen. Das ist der Goblin-Bereich. Der müsste hier neben der Goblin-Camp-Bereich sein, wo wir den Offizier getötet haben. Quatsch, wo wir die getötet haben, die aggressiv waren. So, und hier geht's irgendwo runter. Hey, ich musste gar nicht zwei Multikarte gucken. Sehr schön. Ha. Aber hier werde ich wahrscheinlich auf die Karte gucken müssen. Sen oder auch nicht. Der Eingang ist direkt hier beim Eingang. Jetzt. Gut, das ganze Labyrinth muss man gar nicht betreten. Sehr praktisch. Okay, erstmal jetzt östlich zurück zu dem Hauptknotenpunkt. Dann von da aus nach Süden gehen, zurück zur Rumpelkammer. Da eine bessere Keule aufheben. Und dann gucken wir weiter. So, Rumpelkammer. Hat ihren Namen langsam wirklich verdient. So, ich hätte gerne dich. So. Dann würde ich gerne das ganze Gold hier abladen. Kann ich dich vorher mal aufheben? So, das ist das falsche Gold. Geht nicht, okay. Du bist ein Gold-Nugget. Kann ich dich aufheben? Ja, 77 Gold. Sehr schön. So, 8 Platz. Bogen kann auch hier bleiben, aber wir haben keine Pfeile. Kräuter können hier bleiben. Edelstein kann hier bleiben. Eine Wasserflasche kann hier bleiben. Essen kann hier bleiben. So, 11 Gewicht über. Sehr schön. Jetzt müssen wir zurück zu dem Hauptknotenpunkt. Vom Hauptknotenpunkt war das, glaube ich, nach Osten. Aber gucken wir lieber auf die Karte. Jo, Osten und einfach die erste links. Dann hoffen wir, dass es klappt. Also es wäre schon sehr schön, weil da muss man wirklich mehrere Ebenen auch zurückgehen, um dann Rätsel zu lösen. Das macht das Ganze ein bisschen kniffliger. So, benutzen. Schalter. Ja, es klappt. Sehr schön. So, wo sind wir jetzt? Sieht schon mal sehr interessant aus. Oh, ein Schwert. Ich wollte gerade sagen, wir sollten es nicht unbedingt aufnehmen. Vielleicht ist das hier ein zivilisierter Bereich. Da ist eine Kristallkugel. Hatten wir nicht was über die Kristallkugel gehört, dass sie Unsichtbares entdeckt? Gut, nehmen wir erstmal alles mit, was hier ist. Oh, 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 oh. Hallo, Skelett. Lauf nicht rückwärts, Skelett. So, Skelett ist grün. Skelett ist gelb. Skelett ist rot. Und gleich tot. So. Oh, wo kommt der nächste? Wir haben keine Heilrune vorbereitet. Da sollten wir vorsichtig sein.
Oh, da fällt mir auf, wir müssen gar nicht so nah dran stehen, um ihn zu treffen. Okay. So, was haben wir da? Eine Kiste. Benutzen. Nehmen. Neue Routen. Sehr schön. Da rein. Da rein. Ein neuer Morgenstern. Gucken. Exzellent. Sehr schön. Und ein Langschwert. Ja, was bist du? Entferne Bett von einem Resist Blow Spell für besseren Schutz. Okay. Resist Blow war einer der Sprüche, die im Handbuch stehen. Und wenn wir da Bett, also die Rune Bett, rausnehmen, haben wir einen besseren Schutzzauber. Okay. Schon mal gut zu wissen. Und einer der Skelette hat einen Trank dabei gehabt. Ich glaube, rote Tränke waren Heiltränke. Sehr schön. So, aber was macht der Kristall da jetzt? Angucken, Kristall. Wow, wow. Wenn man reinguckt, sieht man kurz was. Okay, benutzen. Nee, kann man nicht. Okay, ganz kurz Heilzauber vorbereiten. Also einmal noch Licht sprechen für später. So, IBM. Alles voll, sehr gut. Also wir sehen einen Raum, wo andere Gegenstände auf dem Boden liegen. Ne, wo ein Gegenstand in der Mitte auf dem Boden liegt und drumherum kleine Würmer. Können wir nicht mitnehmen? Nein. Karte. Orb. Können wir das Ding hier benutzen? Nein. Resilience 4. Davon hatten wir schon mal eine gefunden. Aber ist nicht benutzbar. Sonst noch irgendwas? Nee, so wollte ich das nicht. Wenn wir von einem anderen Winkel raufgucken, sehen wir was anderes? Nö. Warte mal, F3 ist das, F4 ist Auge. Ich gucke jetzt mal rein, wechsle ganz schnell auf 3 und versuche das Ding aufzuheben. Geht nicht, ich kann nicht, während ich drin bin, wechseln. Na gut. Dann gucken wir uns hier im Osten nochmal um. Und behalten das sonst einfach im Hinterkopf. Vielleicht hilft uns das ja später irgendwann mal. Auch wenn ich nicht wüsste, wobei. Das Einzige, was wir daraus geschlossen haben, es gibt irgendwo auf dem Boden einen runden Gegenstand, der von 2 Würmern bewacht wird. Das ist jetzt nicht so eine wichtige Information, finde ich, aber So, das war der ganze Raum. Ja, was ist da oben links? Da ist Wasser. Da haben wir gegen die Skelette gekämpft. Hier. Aber das Ding hat keine Verbindung zu dem hier. Oder doch? Gucken wir einfach. Geronimo. Autsch. So, hier haben wir schon ein paar Blutegel. Die können mit. Du kannst da rein. Du bist ein Heilbrunnen. Ja. Und da ist ein so ein Tentakelviech. So, stirb. Und da ich jetzt weiß, dass ich Gegner auch von einiger Entfernung angreifen kann, werde ich nicht immer wieder versuchen, so nah ranzugehen. Weil dadurch schubse ich sie ja auch weg. Was dann ein wenig irrsinnig ist. Immer gegen sie zu laufen, sie wegzuschubsen und dann zu meckern, dass sie rückwärts laufen. Aber ich glaube, so treffe ich ihn gar nicht. Okay, vielleicht sind Meereskreaturen eine Ausnahme, weil sie im Wasser sind. Ah, da war ein Treffer, okay. Er ist schon auf gelb. Und ich habe den Verdacht, dass diese Keule nicht so stark ist wie der Streitkolben.
Also das da. Heißt, ich glaube, ich wechsle. Das war jetzt definitiv nicht ich, das zurückgehen. Und das Ding ist doof. Komm. Gib ihm hier mit. Auch wenn es wahrscheinlich nur den Schaden verursacht. Verursachten Schaden erhöht und nicht die Trefferchance, aber. Wenn wir den mal treffen, dann will ich wenigstens ordentlich treffen. Komm schon, wenn es so weitergeht, fange ich an, magische Geschosse zu schießen. Oder ich ignoriere das Ding einfach. Ja, komm. Du bleibst da. Ich trinke hier noch was raus. So. Und wir verpieseln uns einfach. Weil hier müsste ja eigentlich gleich der Hochgang sein, den wir vorher hätten benutzen können. Genau hier. So. Also schön, dass wir es geschafft haben, da reinzukommen mit dem Stock. Aber nicht so schön, dass da mit dem Orb nicht so wirklich viel anzufangen ist, jedenfalls bisher. Aber wir haben einen neuen Streitkolben gefunden, nachdem wir unseren alten ja geschrottet haben. Und noch anderen kleinen Kram. Das heißt, jetzt können wir wieder runter. Ha. Ich habe das Gefühl, wir sind wegen was ganz anderem hier hochgekommen und hatten nur aus Versehen denn das hier entdeckt. Ich weiß nur nicht, weswegen wir wirklich hochgekommen sind. Ich glaube, wir wollten zurück in die Rumpelkammer. Habe ich also wohl schon gemacht. Na gut, dann speichern wir jetzt mal ab und sehen uns gleich wieder.